Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Assassin's Creed. Ja, wir müssen hier eigentlich rein, aber es wird streng bewacht. Ich glaube, wir müssen auch campen dann. Deswegen. Wollen wir es versuchen? Okay, wollen wir es versuchen. Hat ja wunderbar funktioniert. Ey, Hauptsache, wir sind drin. Was? Oh Mann, ey. Gut. Suchen wir etwas, wo wir nicht beobachtet werden. Zum Beispiel hier. Er sollte aufhören, sich wie ein Kind zu benehmen. Ach komm, erzähl uns, dass du hier nicht reinkommst. Sag ich doch. Ja, Talal ist hier der Bösewicht, den wir. Alter, ist das dein Ernst? Kletter da doch einfach hoch. Wo wartest du? Greif da doch hin! Was mag ihn zu solchen Verhalten treiben? Geht doch! Mann! Sieht nice aus. Sind sie Gegner? Nö. Okay. Hier können wir schon synchronisieren. Ach Quatsch. Da auch können wir nicht. Schade. Da müssen wir eben hier so synchronisieren. Ah, ich hab's mir epischer vorgestellt. Irgend so eine Kraxeleiter nach oben. Irgendwie müssen sie das ja auch erbaut haben, Leute. Wir haben ja keinen Kran zu der Zeit, oder? Ah. Ja, der Sprung tut weh, oder was? Informanten Herausforderung Eskorte. Noch sowas. Wen aber ein paar Burger retten. Keine Hamburger, keine Cheeseburger, nein, richtige Burger. Kappenburger! Und das tut auch. Ja, könnt mich mal noch mal schlecken, ne? Der springt aus 200 Metern den verdammten Heuhaufen. Einen Heuhaufen. Und das tut ihm nicht weh. Der Typ springt aus 5 Metern runter, das tut ihm weh. Was tut er da? Gar nichts. Alles okay. Ihr wagt es in meinem Wald einzustellen. Das wird euch das Leben kosten. Macht Platz. Nein. Alter, die wollte ich gar nicht. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Ich hoffe. Wer hat das getan? Niemand. Stehen unter Beobachtung. Okay. So. Das Gebiet ist freigelegt. Wir können theoretisch jetzt zum Büro des Assassinenführers. Was? In Jerusalem leben nur 25.000 Menschen, aber in der ganzen Weltkarte, ja, die ganze verfickte Weltkarte, 200.000. Jetzt, also ihr könnt mir nicht erzählen, dass in Jerusalem weniger Leute leben, als auf der Weltkarte selbst, wo kaum Häuser sind oder so. Könnt ihr mir nicht erzählen hier, Ubisoft, ja? Wenn die Weltkarte ganz normal 20.000 hätte, dann würde ich das glauben, aber nicht 200.000. Also echt. Denn wir sind die Gewinner, obwohl wir alle Spinner sind, oder? Keine Ahnung, ich kenne das nicht so. Ich fand Revolver halt damals noch cool, wo sie noch relativ unbekannt waren. Und nicht, wo sie bekannt waren. Mit, dich an mir fest, wenn dein Leben irgendwie was macht. Nee, ist lieber so Generation Rock, Leute, oder Alarm. Das sind noch Lieder von Revolver Held, das war noch eine gute Rockband dann, aber... Habt ihr etwas zu sagen? Nein, nein, ich war drin, das war nett, dankeschön dafür. Ich rette jetzt ein paar Menschen. Einmal eine gute Tat im Leben, wa? Und dafür lasse ich hier andere Soldaten sterben.
besser nichts. Und eile heim. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert, das vergesse ich nicht. Ich mach mich lieber direkt aus dem Staub. Wer ist dafür verantwortlich? Ach, da ist er schon, der Typ. Altair, ich habe mir Feinde gemacht. Al-Mualim bat mich, den Sklavenhändler zu beschatten. Und das tat ich, aber nicht gut genug. Er hat mich entdeckt. Und seitdem bin ich ständig auf der Flucht. Ich muss die Stadt verlassen, aber ich schaffe es nicht allein. Helft mir, und ich teile mein Wissen mit euch. Sicher zum Ziel, okay. Die Frage ist, inwiefern müssen wir ihm helfen? Hey! Das kostet dich den Kopf! Haltet sie auf, Bruder! Das muss ich mir nicht machen, Gläubiger. Hier wirst du sterben. Zack! Bams! Zack! So, jetzt der nächste kommt. Okay. Hol jemand Hilfe! Bereue deine Sünden! Dein Ernst? Okay, jetzt komm aber. Oh Mann, ey. Ja, hilf mir, hilf mir! Was ist das für ein Assassine bitte, der sich da auf den Boden krümmt, ey? Ein bisschen Hilfe wäre nice gewesen. Der ist bestimmt assi, oder? Zack! Jetzt komm. Ist es noch weit? Also der will aus der Stadt raus, ne? Na gut, was tut man hier alles für Informationen? Diese Typen sind so komisch, ne? Finde ich. Habt Dank, Bruder. Nehmt diese Karte. Sie zeigt Dalals Verstecke. Sehr nützlich, falls der Feigling flieht, statt zu kämpfen. Und so wie ich ihn kenne, wird er fliehen. Läuft einfach da raus, weiß er so als... Ach, naja. Karte, die den Sog zeigt, in dem sich Talal versteckt. Wie sehe ich die denn? Nice, hier sieht man die Versteckdinger. Ne, lass es mal. So, wir sind jetzt hier in der Nähe. In der Nähe vom Assassinenbüro könnten wir ruhig die Aussichtspunkte noch nutzen. Wir werden aber noch ein paar Bürger retten. Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Deswegen lauf, 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 Alter, hier, lauf! Hallo? Das war keine Absicht. Zwei Jerusalem-Kreuze. Nice. Kann man denen nicht Geld geben, damit die abhauen? Oder haben wir uns hingeknallt? Das wollte ich nicht. Das ist keine Absicht, ich schwöre. Was tut dieser Narbe? Ach, lass dich mal fallen. So. Nett. Hey! Lass dich langsam nicht merken lassen, was wir machen, ey. Ach komm.
schön. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Das war aber nicht der Auftrag, den wir haben wollten. Wir müssen hier hoch. Okay, und los geht's. Hat er gar nicht gecheckt. So, zack, und jetzt noch du. Ach, guck mal an. Da, ihm nach. Du wirst nie entkommen. Gehst du mal auf den Sack? So, jetzt haben wir es aber. War das der letzte? Ich hoffe es. Doch, riskiere ich besser nichts. Und eile heim. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert, das vergesse ich nicht. Okay, alles klar. Gut, aber ein Aussichtspunkt ist hier noch, den würde ich noch gern mitnehmen. Der ist da, okay. Gehst du wohl da hoch? Dankeschön. Dankeschön. Sie sich nicht wundern, dass hier einer runterklettert. Genauso wie in Akkon, das wollte ich auch noch gesagt haben. Wir sind in Akkon einfach da irgendwo runtergeklettert vom Turm und kein Schwein interessiert. Aber sobald wir hier auf den Dächern rum sind, wir können ja, ist ja nicht so, dass wir vielleicht hier wohnen könnten oder so. Nein! Sobald wir auf dem Dach sind, werden wir abgeschossen von irgendwelchen Bogenschützen. Das ist ja schlimmer als zu Hitlers Zeiten, Alter. Schlimm! Oh Mann, ey. Aber hier so ein bisschen rumklettern an den Häusern selbst, das ist so scheißegal, aber auf den Dächern weh, du bist auf dem Dach, Alter, dann bist du direkt hier, da hast du einen Pfeil im Rücken. Also diese Logik dahinter, das ist zu geil. So, bitte nicht runterspringen, das hatten wir schon mal. Oh Mann. So, jetzt darfst du runter, Kollege. Wir haben sogar einen Diebstahl da, nett. Den machen wir auch nochmal, komm. Der ist hier ganz in der Nähe, den nehmen wir mit. Taschendiebstahl. Verdammten Vasen könnt ihr ja sonst wohin stecken. So. Achso. Wenn die Wache nicht einschreitet, liegt es an uns, etwas zu unternehmen. Was ihr vorschlagt, ist Wahnsinn. Aber notwendig. Wie viele mehr müssen verschwinden, bevor die Menschen sich erheben? Das geht uns nichts an. Noch nicht. Aber wenn wir weiter untätig sind, schon bald. Also, was schlagt ihr vor? Ich habe den Mann beobachtet und alles über sein Geschäft gelernt. Ich habe alles auf dieser Karte verzeichnet. Er inspiziert sein Lager, jeden Tag zur gleichen Stunde. Dann schlage ich zu. Ihr habt also einen Fetzen Pergament. Das rettet euch nicht, wenn ihr entdeckt werdet. Es schützt nicht vor Schwertern oder Pfeilen. Soweit wird es nicht kommen. Egal. Aber es ist ein Risiko, das ich eingehen muss. Wünscht mir Glück, mein Freund. Fürwahr, das werdet ihr brauchen. Fürwahr, das werdet ihr brauchen. So, Kollege, wo gehst du lang? Ja, es ist noch da. Ja, es ist noch da. Aber gleich nicht mehr. Gleich nicht. Schön. Und plötzlich ist es weg. Kann bestimmt nicht der Priester gewesen sein, der gerade so ganz zufällig als einziger von dir weggeht, ne? So, Leute. Hätten wir das auch. Ach komm, den Aussichtspunkt nehmen wir noch mit. Komm, wo wir dabei sind. Ist ja auch nicht so weit.
So. Bitte, was? Hab noch nie so viel Scheiße gesehen. Ein scheiß Templer, der mich irgendwie da rumlaufen sieht. Folgt ihm, lasst ihn nicht entkommen. Findet ihn. Da ist der nicht da reingeklettert! Da ist der nicht da reingeklettert! Mann! Alter! Da klettert der da oben drauf, anstatt reinzuklettern. Ist der kaputt im Kopf oder was? Der sprintet mir so hinterher, ne? Als wär's nix. Ich muss ihn erledigen. Aber hier. Ja, dann komm her. Ich erwarte auf dich. Ja, komm her. Komm her. Lass mich los. Bist du kaputt? Die Bank ist jetzt aber mal leer. Ach komm. Dankeschön. Dann ist er so ein verfickter Templer, der irgendwo rumsteht und dann so sagt, hey, was läufst du so schnell? Dich töte ich mal. Weißt du? Stehen an jeder Ecke Wachen, außer hier, ne? Ein Bogenschütze. Seltsam. Was tut dieser Narr denn? Ja, dieser Narr, also echt. Was ein Narr. Als ob du es nicht heute kommen sehen. Okay, Leute, das war's für diesen Part. Bis zum nächsten Part und ciao.